What's up, Friends, und herzlich willkommen zum ersten Video in 2020, wo ich mich jetzt persönlich bei euch melde und ja, quasi euch ein schönes, frohes neues Jahr 2020 wünsche. Ja, niemand, wirklich niemand, Luke Bailey Anfang Februar Neujahrswünsche verteilen. Ja, nice. Wie auch immer, herzlich willkommen an dieser Stelle erst einmal zu einem ganz besonderen Video, denn dieses Video werdet ihr logischerweise vom Uploadplan ein paar Tage später sehen, nach dem Represent Runway Lookbook Video, welches allerdings, und jetzt wird's richtig tricky, jetzt gerade, wo ich dieses Video jetzt hier aufnehme für euch, befinde ich mich vor den eigentlichen Aufnahmen von Represent Runway, vom Represent Lookbook. Wie auch immer, ich habe mir einfach so gedacht, dass ich so ein 2-in-1 Video mache, wo ich zum einen natürlich den Runway, das Lookbook abdrehen werde hier im Wald. Ich bin jetzt gerade dabei, mir die geeignete Kulisse zu suchen. Und zum zweiten natürlich, das alles in Form eines kleinen Vlogs, so ein bisschen Vlog-Vibes mäßig zu verpacken, wo ich das alles so eine Suche, ein bisschen mit Behind-the-Scenes-Aufnahmen von natürlich der geeigneten Kulisse, vielleicht noch ein paar Randinformationen dazu. Und einfach, ja, einfach mit so ein paar positiven Vibes bei 1 Grad irgendwo im Wald. Ey, glaubt mir gar nicht, wie kalt das ist. Sieht man das vielleicht an den Händen? Sieht man den Glanz auf meinen Händen, weil die schon gefroren sind. Auf jeden Fall möchte ich natürlich auch noch erwähnen, falls ihr mehr Bock auf solche Videos habt, also wenn ich mal ein Lookbook-Video mache, ob ich dann dazu auch so ein Behind-the-Scene-Videos machen soll, beziehungsweise ja mit der ganzen Kulissensuche, einfach mit so ein paar Randinformationen, dann lasst auf jeden Fall im Video ein Like da, beziehungsweise schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und falls ihr darauf Bock habt, falls ich das Ganze mal bei etwas warmen Temperaturen machen soll, weil jetzt gerade haben wir 1 Grad hier irgendwo im Wald und es ist schon echt schon extrem kalt. Also ich frage mich echt gleich, wie ich das überhaupt machen soll mit den ganz verschiedenen Outfits. Aber ja, falls ich auf jeden Fall das Gleiche nochmal bei etwas wärmeren Temperaturen machen soll, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Kommentar da. Und wenn ich das natürlich auch alles machen soll, einmal mit nicht nur Klamotten, die ich jetzt von Represent habe, von anderen Marken auch, dass ich das alles einfach mal so ein bisschen mixe, dann ist da wahrscheinlich auch die Outfit-Inspiration von den verschiedenen Looks viel, viel größer. Und das ist auch der eigentliche Sinn, beziehungsweise das Thema des Videos, einfach, dass so ein bisschen Inspiration gegeben wird, an die ihr euch vielleicht so ein bisschen inspirieren könnt, ja, logischerweise. Und ja, einfach so ein bisschen Vibes, so, die ich vermitteln möchte. Jana hat das ja schon sehr, sehr, sehr gut gebracht. Ich feiere das Video einfach nur extrem, wo sie dir einfach verschiedene Looks zeigt, die jetzt nicht für jedermann sind, also auch jetzt nicht für jedes Mädchen, jede Frau. Und das Ähnliche möchte ich ebenfalls machen, dann halt jedoch ja, für Männer logischerweise. Und ja, falls es da Outfits dabei gibt, beziehungsweise Pieces dabei gibt, die jetzt vielleicht nicht jedem gefallen, dann ist das halt so. So Meinungen sind verschieden, aber ja, dementsprechend möchte ich mich da auch jetzt nicht zu sehr in diese Materie vertiefen. Es ist einfach ein Video zur Unterhaltung, Video zur Inspiration und ja, einfach ein Video, was so ein bisschen Vibes bringen soll. Warum stinkt das denn hier so? Wir fangen jetzt erstmal an und suchen uns jetzt erstmal die geeignete Kulisse. Ich war vor 2-3 Wochen, war ich schon einmal hier bei uns im Wald. Da war es jedoch etwas wärmer. Es hat auch die Sonne geschienen. Jetzt gerade sieht man ja, es ist so ein bisschen ja, trüb. Ich begebe mich jetzt erst einmal zur zweiten Kulisse, die ich jetzt hier mir gesucht habe. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das alles ausschauen wird, wenn ich von der Perspektive aus aufnehmen würde. Hier wäre jetzt nun der zweite Spot. Ich würde meine Kamera bzw. mit dem Stativ hier aufbauen. Ich kann auf jeden Fall die ganzen Sachen da wenigstens hinlegen, wo ich dann die ganzen Outfits wechseln werde. So würde das Ganze dann aussehen, wenn ich von der Perspektive aus aufnehmen würde, wenn ich halt dann da hier ungefähr dann immer die verschiedenen Looks aufnehmen werde, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen näher dran. Finde ich auf jeden Fall sehr ästhetisch vom clean Hintergrund, ja, beziehungsweise auch von den ganzen Bäumen, die ganz, ganz hinten erst dann da zu sehen sind. Was mich halt nur ein bisschen stört, ist, dass es halt so ein bisschen zu nackig ausschaut. Also halt, wenn ich jetzt nur hier jetzt durchlaufen würde, das ist halt zu langweilig. Da fehlt mir noch so ein bisschen, ja, das kleine Detail für etwas. Was ein bisschen scheiße ist, ist, dass halt mein Auto dort hinten ist, weswegen ich den ganzen Weg erstmal laufen muss und natürlich dann die ganzen Tüten, das Stativ schleppen muss, um erstmal hier hinzugelangen. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die bei der ersten Kulisse vermeidbar wäre. Von daher würde ich jetzt auch gleich erstmal sagen, ich zeige euch auch nochmal den ersten eigentlichen Spot, wie ich ihn eigentlich in Erinnerung hatte. Und ich hoffe natürlich, dass da auch die Witterungsverhältnisse nicht allzu nass sind. Rest in Peace auf jeden Fall an meine geliebten Zara Runner. Ihr habt treue Dienste geleistet. So Friends, ich würde sagen, Kulisse 2. Ich werde mein Stativ ungefähr hier so aufbauen. Dann hätte ich eigentlich einen ganz stabilen Spot. Den Tisch, den kann ich gleich noch ein bisschen verschieben, dass man so die Bank gar nicht sieht. Aber auch hier kann ich meine Sachen einfach ganz entspannt drauf tun. Kann da hier noch ein paar Sachen drauf tun. Und dann kann ich mich dann auch schon direkt der Perspektive widmen, die dann so ausfallen würde. Der Tisch, wie gesagt, der wird dann gleich verschwinden. Und ja, hier hätten wir dann halt so einen Main-Spot, wo ich dann halt die ganzen Outfits zeigen kann. Hier kann ich dann ganz entspannt rausgehen aus dem Bild. Und dann natürlich hier links natürlich auch
raus aus dem Bild gehen. Und ja, was meint ihr? Ich finde die eigentlich auch recht stabil, weil wir hätten hier nämlich auch so einen kleinen Platz. Hier hinten halt noch so ein bisschen dickicht, was so quasi den Kontrast bricht. Und ganz hinten hätten wir halt hier noch so ein paar Baumreihen. Und hier hinter ist halt auch noch so ein kleiner Weg. Den sieht man jetzt eigentlich gar nicht. Aber ich finde eigentlich so die Location ziemlich fresh. Und ich muss auch sagen, dass ich mich jetzt hier für die zweite Kulisse entschieden habe. Ich werde jetzt hier gleich einfach alles aufbauen. Und ja, dann werde ich hier ganz entspannt das Lookbook abdrehen. Ansonsten würde ich sagen, baue ich jetzt erstmal auf und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ach ja, eine Sache wollte ich euch noch unbedingt zeigen. Und zwar, was ist das bitte? Ich habe hier meinen kompletten halben Kleiderschrank drin. Da hinten hätten wir das Stativ, ein IKEA-Bag voll mit Represent-Sachen. Hier die Kaufland-Tüte voll mit Represent-Sachen. Ihr müsst euch das mal so vorstellen, ich habe die ganzen Sachen schon seit 2,5 Wochen einfach in meiner Karre liegen und ich will gar nicht wissen, wie durchgefroren die ganzen Sachen sind, wie kalt die Sachen einfach nur sind. Ich sag's euch, das wird einfach ein so anders geiles Gefühl sein, die Sachen jetzt gleich anzuziehen, ne? Ja, rest in peace. Oh, Friends, ich muss euch was sagen. Ganz, ganz, ganz schlechte Nachrichten. Ganz, ganz, ganz schlechte Vibes. Ich war so gerade eben am Aufbauen, dachte mir so nichts bei, stell das Stativ hin, hab schon so ein paar Winkel ausprobiert, wie ich am besten aufnehmen kann, wie so am besten der Look am besten zur Geltung kommt. Und auf einmal fährt da irgend so ein Gruselopa vorbei in seiner Kackkarre und meint dann da so den Larry zu machen. Ja, hier, was, wer sind Sie, was wollen Sie hier auf meinem Grundstück? Und ich dachte mir nur so, Bro, was habe ich dir getan? Ich wusste von gar nichts so. Kann gut sein, dass das halt sein Grundstück gewesen ist. Aber dann macht er mich da so an, auf so eine anders ekelhafte Art und Weise. Und da habe ich einfach so gesagt, so, der ist halt so gegangen und meinte so, ja, ich wünsche Ihnen dann noch viel Spaß mit den Filmen und sowas, bla bla bla. Wer sind Sie, woher kommen Sie und so ein Scheiß. Und da hatte ich so schlechte Vibes einfach nur und ich hatte da gar keinen Bock mehr drauf. Ja, Ende vom Lied ist einfach, dass ich jetzt meine Sachen einfach direkt gepackt habe. Ich bin dann gegangen, hab so miese Laune gehabt, einfach nur wegen so einem nervigen alten Sack. Ganz im Ernst. Aber ja, ich kann das verstehen, wenn es da sein Grundstück ist, also wenn es da wirklich sein Grundstück ist, dann kann ich es auch gut verstehen, dass da irgendwelche Lollis kommen und da einfach so rumfilmen, hätte ich da auch keinen Bock drauf. Und deswegen habe ich einfach meine Sachen gepackt und ja, die sind alle wieder in meinem Auto und habe jetzt einfach, ja, ich bin, keine Ahnung, 200 Meter weiter gefahren, habe mir dann jetzt eine zweite Location ausgesucht und ja, die zeige ich euch jetzt einfach mal und werde hier einfach jetzt nochmal alles aufbauen. Und ich hoffe, dann kann ich endlich in Ruhe und in Frieden einfach nur mein Lookbook drehen. Und gerne könnt ihr natürlich auch eure Meinung zu der Kulisse gerne unten in die Kommentare schreiben. Also ich muss sogar jetzt sagen, ich finde die eigentlich jetzt so sogar am besten. Bin jetzt sogar nur ein bisschen gespannt, wie ich jetzt mein Stativ hier so ein bisschen hinstellen kann, sodass ich dann halt auch optimal ja, die ganzen Impressions filmen kann. Und ja, würde sagen, ich begebe mich jetzt wieder zurück zu meinem Auto, kann alles wieder auspacken und ich denke mal, das werde ich einfach jetzt hier so am Rand einfach hinstellen. Aber ja, Bad Vibes beiseite, nur positive Vibes. Aber ich sag's euch, Friends, dieser alte, blöde Sack, der geht mir jetzt nicht mehr aus den Augen, ey. Aus den Augen wahrscheinlich. So, ich sehe jetzt auch gerade schon, dass meine Kamera mir die rote Batterie anzeigt. Ja, mega nice auf jeden Fall dafür, dass ich erst jetzt 3 Outfits abgedreht habe. Ja, ich werde mich auf jeden Fall jetzt erstmal ranhalten. Falls ich es nicht hinkriege, alles in einen abzudrehen, dann werdet ihr es natürlich sehen. Beziehungsweise seid auf jeden Fall an dieser Stelle damit informiert, dass ich das an 2 verschiedenen Drehtagen alles aufgenommen habe. What's up, Friends? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum 2. Drehtag von meinem, ja, Lookbook, Represent, Vlog-mäßigen Behind-the-Scenes-Vibe-Video. Ja, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und man kann schon unschwer erkennen, die Sonne ist am Schein. Ey, das gibt so eine geile, positive Energie und ich habe auch gerade schon gesehen, ja gut, man sieht das jetzt etwas schwierig, aber die Sonnenstrahlen scheinen direkt auf den Spot. Und ich habe ein so geiles Gefühl, dass einfach die Aufnahmen jetzt noch viel besser werden als gestern. Ich will gar nicht allzu viele Wörter verlieren. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an, wieder alles rauszuräumen, baue jetzt ganz schnell das Set auf und dann drehe ich auf jeden Fall ganz, ganz fix die ganzen nächsten Outfits ab. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass ja, die jetzigen Aufnahmen viel, viel, viel besser werden als die von gestern und ja. Stay tuned. No, shit. Here we go again.
So, Friends, ich kann nun ganz stolz verkündigen, dass ich das Lookbook gerade abgedreht habe. Es hat mega viel Spaß gemacht. Es war super anstrengend. Jetzt zum Schluss wurde es doch noch ein bisschen kalt. Ich hoffe, es wird euch gefallen, beziehungsweise ich hoffe, es hat euch bereits gefallen, weil ja natürlich der Vlog etwas später hochgeladen wird. Und ja, hier im Hintergrund haben wir noch mal kurz meine Kulisse. Was auch ziemlich lustig war, ist natürlich mit den ganzen Passanten hier zu reden, die hier ja mit ihrem Hund spazieren gehen, mit ihrem Ehepartner spazieren gehen und denen dann zu erklären, dass man hier so eine Art Lookbook-Video dreht, weil ja, einer hat hier mich gefragt, was ich hier für ein Schulprojekt mache, der andere meint, von welchem Fernsehen ich denn hier bin und ja, das war auf jeden Fall ziemlich lustig, den dann zu verklickern, dass ich halt einen YouTube-Channel habe und ja, hier nur meine Aufnahmen mache für euch, weil ich da ziemlich Bock drauf habe und ziemlich viele haben aber auch gesagt, dass das halt ja, echt cool ist. Also hätte ich echt nicht gedacht. So viele meinten natürlich so, hey, was ist das denn für ein Typ? Was kommt der hier alleine in den Wald und dreht dann hier irgendwie so ein random Video? Ich würde an dieser Stelle natürlich jetzt gerne das Video beenden. Hoffe natürlich, dass euch der Behind-the-Scene-Vlog gefallen hat mit ein bisschen, ja, mehr Gelaber als sonst. Fand ich auf jeden Fall ziemlich cool und ja, hoffe natürlich, dass euch das Lookbook ebenfalls gefallen hat. Ich werde es ja natürlich sehen anhand der Resonanz natürlich, sobald dann dieses Video schon online ist und ja, wünsche euch bis jetzt ansonsten noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Abonniert gerne meinen Kanal, folgt mir bei Instagram und ja, ich habe jetzt keinen Bock, hier noch mehr so viel Werbung zu machen. Lasst einfach dem Video ein Like da oder einen Kommentar da, falls ihr in Zukunft gerne mehr sehen möchtet. Was ihr natürlich gerne sehen möchtet, das auch unten in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, danke für euren Support. Ciao, ciao.